Ja Leute, willkommen zurück zu The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir sind immer noch in der Trübhöhlengruft und sind auf der Suche nach was auch immer die Vampire ebenfalls gesucht haben. Gucken wir mal. Hier liegt noch so ein uralter Dödel rum. Vampirstaub. Hier geht's weiter. Hier liegt ein Haufen rum. Hier hat er einen dicken Haufen gelegt. Begräbnisurne. Gold, na klaro. Gold, na klaro. Gold, na klaro. Noch was? Noch was? Nee. Teldrin, geh mir aus dem Weg. Ich bin irritiert. Du bist tot. Ändert nichts an meiner Irritation. Dass hier schon Leichen rumliegen von Tieren. Ich meine, das war eben auch so. Die liegen wahrscheinlich da, weil hier gleich so ein oller Vampir um die Ecke kommt und sich die in nekromantischer Manier wiederbelebt. Heiltrank. Mille grazie. Magika können wir richtig gut verticken. Huch, huch, na. Zwei Gold, oh mein Gott. Und drei Gold. Die Steigerungsrate ist schier unendlich. Oh, ein Edelstein. Ich möchte hier irgendwie gerade lang gehen. Ein Aschehaufen. Gold. Hier ist noch eine Spinne, eine Tote. Ich bin ja etwas skeptisch. Ich vermute sogar, dass ich zu Recht skeptisch bin. So weit würde ich gehen. Trüchen. Ich habe gerade was anderes. Ich habe gerade Zuckerzombie gelesen, warum auch immer. Aber eine Rolle der Schreckenszombies ist zum Verkaufen auch okay. Ein Quick Save. Ja, und genau wie in der letzten Folge ist ja immer noch derselbe Tag. Habe ich immer noch Schwitzpfoten. Bäh. Schwitzpfoten, bäh. Aber hier erstmal zack. Lautlosigkeit und so. Komm, wir sind so. Los geht's. Gut, wenn du sagst, dass es losgeht. Dann wird das wohl cool sein, so. Na, Teldrin, nicht die Nase hochziehen. Wer bist du? Who are you? Wie geht das hier auf? Hier ist ein Schalter. Hebel. Gut oder bist du böse? Ich schieße erstmal auf dich. Ach komm, so eine olle Frostbisspinne. Wow, 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 wow. Alter! Alter, hast du Teldrin umgenockt? Bist du doch zu retten? Was haben wir drauf, Assassin? Ich möchte unser Resistenzzeug ausrüsten. Boah, jetzt habe ich gerade echt gedacht, der hat Teldrin umgekloppt mit einem Schlag. Alter Schwede. Aber ich glaube, er hatte Teldrin lediglich gelähmt. Hohohoho. Den speichern wir mal weg. Meister der Nacht. Makellos. Gift. Ja, das können wir richtig gut verkaufen. Vampirstaub. Wow. Der war nicht schlecht. Der gute Meister der Nacht. Die Spinne war kein Problem, aber er hat mir echt einen Schrecken eingejagt, als Teldrin plötzlich auf dem Boden lag. Aber als ich dann gesehen habe, dass er ihn weiter angegriffen hat,
und Teldrins Lebensleiste tatsächlich noch gut gefüllt war, war mir die Angst genommen. Bäh, Spinnei. Elfenpfeile. Wie viele Elfenpfeile haben wir eigentlich noch? 250. Wie sieht's eigentlich mit den restlichen Pfeilen aus? Wahrscheinlich sehr gut. Ja, sehr gut. Finde ich schick so. Gut. Bevor wir das öffnen, speichern wir. Gucken mal kurz auf die Karte und sehen, dass wir hier goldrichtig sind. Natürlich, das sagt uns ja auch der grüne Böbel hier oben. Da. Wir machen mal auf. Mal gucken, was hier noch so kommt. Der Meister der Nacht hatte schon echt bös was auf dem Kasten. Und hat mit Blitzen um sich gefeuert, dass es sich gewaschen hat. Bin gespannt. Ich sehe da draußen irgendwie was. Ich mache erstmal will ich mal wieder unsere Assassinenkette und unseren Assassinenring ausrüsten. Hier stehen Gargoyles rum. Also, hier, Gargoyles, Stein, Statuen und so. Was ist hier los? Was war das? Auf der 3 hatte ich das? Auf der 3 hatte ich das offensichtlich. Dass man hier in den Ecken mal was sieht. Nicht, dass uns hier was Wichtiges durch die Lappen geht. Sieht aber nicht so aus, Teldrin. Rolle des Feuersturms. Warum liegt hier einfach so eine Rolle des Feuersturms? Aktivieren. Der Hebel verwirrt mich. Ich speichere nochmal. Wenn mich was verwirrt, muss ich speichern. Ach du Kacke, was ist das denn für eine Arena? So ist übrigens der erste Teil der Elder Scrolls. Dass das eine weise Entscheidung war, Lokil? Reihe. Er hätte uns vielleicht noch etwas sagen können. Wir selbst sind noch keinen einzigen Schritt weiter. Er wusste nichts. Er hat seinen Zweck erfüllt, indem er uns hierher geführt hat. Nun liegt es an uns, Harkon. Lokil? Lokil tot. Das lief ja schon mal nicht schlecht. Speichern wir auch weg. Alles, was tot ist, wegspeichern. Was ist das hier hinten für ein Kübel? Ein Kübel. Hier ist es arg dunkel wieder, gerade, weil wenig Lichtquellen. Aber ich finde immer noch, es ist immer noch schöner, auch wenn es minimal beleuchtet ist, schöner wie in den anderen Mods, wo es einfach rabenschwarz war plötzlich. Hier geht es noch, finde ich zumindest. Ich finde das okay. Hier ist eine Truhe. Das war zu erwarten. Gold, Ausdauerheilung, Max Gesundheit, Dankeschön. Wie viel haben wir davon mittlerweile eigentlich? Ich glaube, da habe ich immer zwischendurch mal ein paar abgelegt. 18 haben wir mit. Ich glaube, da fliegen in irgendwelchen Truhen auch noch jede Menge rum. Was mich natürlich sehr freut. Gut, weiter geht's hier. Mit einem Quick Save. Euch denn oder dich? Getötet? Ja, läuft. Läuft ziemlich gut. Wir sind ziemlich stark, wenn wir Schleichschaden mit dem Bogen machen. Anmerkungen zur Trübhöhlengruft. Notizen zur Trübhöhlengruft, das lese ich mal. Aufgezeichnet von Adalwald. 4, 6, 8, ist so viel. Ach, ich weiß nicht. Doch, wir lesen es mal. Es ist bestimmt interessant. Und es gehört wahrscheinlich ein bisschen zur Quest. Also. Die Göttlichen seien gepriesen. Endlich der Durchbruch, nachdem ich gesucht hatte. All die Gefahren, denen ich entronnen, die Fallen, denen ich ausgewichen und die widerlichen Drauger, denen ich entkommen bin, führten mich schließlich hierher.
In meinem vorherigen Band mit Aufzeichnungen und Beobachtungen zu möglichen Verbindungen zwischen der Trübhöhlengruft und den uralten Vampirclans von Himmelsrand schrieb ich über eine gigantische Kammer, die weit größer war als alles, was ich bislang in dieser Krypta gesehen habe. Leider zwangen mich ein paar wandernde Drauger dazu, mich wieder in die vorderen Gänge der Krypta zurückzuziehen, sodass ich nicht länger in der Lage war, die riesige Höhle eingehender zu untersuchen. Gesegnet sei Stenda, denn jetzt, da ich diese Worte schreibe, habe ich soeben fast einen ganzen Tag mit der Untersuchung der Höhle verbracht. Das Risiko erwies sich als durchaus gerechtfertigt, denn was ich dort entdeckte, ist nahezu unbeschreiblich. In der Mitte dieser riesigen Höhle befindet sich eine Steininsel, haben wir gerade gesehen, in einem unterirdischen See. Auf der Insel steht eine komplexe zeremonielle Anlage. Sie ist von Steinsäulen umgeben, die durch Bögen miteinander verbunden sind. Okay? Die ausgeprägten architektonischen Unterschiede fallen mir auch hier sofort ins Auge. Das Mauerwerk stammt nicht von den alten Nord. Auch hier befinden sich weitere Gargoyle-Statuen, wie ich sie zuerst in den vorderen Durchgängen sah. Diese Statuen gibt es in ganz Himmelsrand auf keinem anderen Draugerfriedhof. Man findet sie ausschließlich in der Trübhöhlengruft. Ich bin mir nun sicher, dass das große Konstrukt in dieser Hauptkammer lange Zeit nach der Krypta errichtet wurde und von anderer Hand. Es müssen dieselben Baumeister gewesen sein, die auch die Gargoyles in der Krypta aufgestellt haben. Vielleicht, um Neugierige abzuschrecken. Alle Zeichen weisen darauf hin, dass die Errichter dieser merkwürdigen Bögen einem uralten Meister dienten, der Totenbeschwörung oder Vampirismus betrieb. Dieses Mauerwerk ist nicht nur hinsichtlich seiner Gestaltung einzigartig, nein, sein Stil und die Kunstfertigkeit, mit der es errichtet wurde, zeugen von einer Kultur, die grundverschieden von jener der Nordvölker ist. Die Form und Bearbeitung des Steins deuten darauf hin, dass die eingesetzten Werkzeuge deutlich fortschrittlicher waren als die der ursprünglichen Architekten der Krypta. Obwohl es mich freudig stimmt, meine Theorien nach all dieser Zeit ohne den letzten Zweifel bestätigt zu sehen, bin ich gleichermaßen enttäuscht über den Mangel an klaren Antworten auf wichtige Fragen. Wann wurden die neuen Elemente der Krypta hinzugefügt und von wem und zu welchem Zweck? Eines weiß ich aber ganz sicher. Ich muss zur Halle der Wachsamkeit zurückkehren, um meine Freunde mit meinen Brüdern und Schwestern zu teilen. Meine Funde mit meinen Brüdern und Schwestern zu teilen. Wenn Sie mit eigenen Augen sehen, was ich entdeckt habe, werden Sie meine Theorien nicht länger verhöhnen oder über meine Anstrengungen spotten. Danach werde ich meine Arbeit fortsetzen. Die Trübhöhlengruft mag mir im Augenblick noch Rätsel aufgeben. Doch bei Stenda, ich werde diese Rätsel lösen. Ich nehme es mal mit. Ich nehme es mal mit. Zack. Ja, es war klar. Ich habe natürlich, haben sie Adalwald abgeführt. Ich bin so ein Depp. Ich hätte einfach nur den Vampir umhauen müssen, Loki oder wie er hieß. Ich habe aber nicht gesehen, dass das kein Vampir war im Dunkeln, sondern ja, das war Wächter Adalwald. Der hätte uns bestimmt nette Informationen gegeben. Ach, das ist doch alles scheiße. Ich schieße zu schnell. Aber es ist immer so verführerisch, wenn man aus der Ferne Gegner langlaufen sieht und sie lautlos zu töten, ohne dass sie einem auch nur in geringster Weise gefährlich werden können. Das ist schon nicht schlecht. Muss man mal sagen. Ja, Loki, du alter Lümmel. Zack, zack. Zack. Speichern. Will ich da runter? Erstmal nicht. Sieht nämlich aus, als käme man nur schwierig wieder hoch. Wer warst du? Ein Vampirdiener. Nö, nö. Ich bin aufgeregt. Was kann ich hier tun? Durchsuchen, Skelett. Da hinten ist noch eins. Oh, mit einem Gold. Okay. Ich muss nochmal speichern. Ich bin so aufgeregt. Benutzen Taste. Ja, klar. Was jetzt? Bin ich jetzt ein Vampir?
Kohlenbecken drücken. War wohl irgendwie verkehrt. Ich drück mal das Kohlebecken. Oder muss man das ganz nach die Richtung? Ah, ich glaube, ja. So. Ah. Irritiert. Nee, nee, ich will's ja drücken. Teldrin, du stehst im Weg. Nein. Was ist unser nächster Schritt? Nein, Teldrin. Dahinter. Ha? Drücken. Drücken. Okay. Müssen die alle brennen? Ja, müssen. Erinnert mich an den nördlichen Teil von Salz. Müssen sie. Nichts als Eises Kälte. Unfreundliche Kreaturen. Okay. Jetzt brennt die. Und du? Brennst jetzt auch. Und du? Musst nach da. Was zum Teufel ist hier gerade passiert? Es ist kein Gegner da. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Aktivieren Steinmonolith. Sprich mit der geheimnisvollen Frau. Wer schickt euch her? Der Heilige Geist. Den habt ihr erwartet? Ich hatte wenigstens jemanden wie mich erwartet. Was meint ihr damit, so wie ihr? Ein... Merkt ihr es nicht schon, wenn ihr mich ansieht? Ein Vampir. Ja, deine Augen leuchten ein bisschen. Die Dämmerwacht würde mir befehlen, euch zu töten. Warum wart ihr auf diese Weise eingesperrt? Das ist kompliziert. Und ich weiß nicht genau, ob ich euch vertrauen kann. Aber wenn ihr die ganze Geschichte hören wollt, helft mir zurück zum Anwesen meiner Familie zu gelangen. Wohin müsst ihr gehen? Meine Familie wohnt auf einer Insel im Westen von Einsamkeit. Vermutlich wohnen sie da noch immer. Ach, übrigens, ich heiße Serana. Schön, euch kennenzulernen. Okay, Serana. Trainiert etwas, das wird euch stärker machen. Über welche speziellen Fähigkeiten verfügt ihr? Warum wurdet ihr eingesperrt? Darüber möchte ich lieber nicht mit euch sprechen, wenn das in Ordnung ist. Tut mir leid, es ist nicht so, dass... Ich weiß einfach nicht, wem ich vertrauen kann. Lasst uns mein Zuhause aufsuchen, dann verstehe ich eher, wo wir alle stehen. Sie wirkt tatsächlich sehr sympathisch. Ist das eine Schriftrolle der Alten, die ihr da auf dem Rücken habt, übrigens? Ja, das ist sie. Und sie gehört mir. Ja, ruhig bleiben. Warum habt ihr eine Schriftrolle der Alten? Das ist kompliziert. Ich kann wirklich nicht darüber sprechen. Es tut mir leid. Okay. Wie lange wart ihr dort drin? Gute Frage. Schwer zu sagen. Das weiß ich wirklich nicht. Es kommt mir wie eine Ewigkeit vor. Wer ist Großkönig von Himmelsrand? Niemand. Darüber kann man sich streiten. Nein, Elise von Einsamkeit. Der Name sagt mir nichts. Ihr sagt, sie sei Jarl von Einsamkeit? Wer unterstützt sie? Ich. Das Kaiserreich unterstützt Elise, aber in Himmelsrand gibt es viele Anhänger von Ulfric. Kaiserreich? Was? Welches Kaiserreich? Sie war länger weg. Das
Kaiserreich aus Cyrodiil. Cyrodiil ist der Sitz eines Kaiserreichs? Oh Gott. Ich muss länger fort gewesen sein, als ich dachte. Glaube ich aber auch. Definitiv länger, als wir geplant hatten. Bitte, wir müssen uns beeilen. Ruhig bleiben. Ich muss zurück nach Hause, um herauszufinden, was passiert ist. Wir reden jetzt noch fertig und dann beende ich erstmal die Folge. Und dann geht es in der nächsten Folge weiter. Erzählt mir etwas über euer Zuhause. Es liegt auf einer Insel in der Nähe von Einsamkeit. Okay. Hoffentlich finden wir ein Schiff, das uns dorthin bringen kann. Es ist das Zuhause meiner Familie. Es ist kein besonders einladender Ort, aber je nachdem, wer da ist, werde ich dort in Sicherheit sein. Mhm. Warum wart ihr hier nicht sicher? Sagen wir mal, dass mein Vater und meine Mutter ein wenig zerstritten sind. Macht euch keine Sorgen, ich bin nicht in Gefahr. Es wird nur sehr unangenehm sein, meinem Vater zu begegnen. Ah ja. Gut, wisst ihr, wie man hier herauskommen kann? Ich weiß es ebenso wenig wie ihr. Na super. Dieser Ort hat sich gegenüber damals, als ich weggeschlossen wurde, stark verändert. Okay. Dann haben wir jetzt eine neue Begleiterin anscheinend. Wir prüfen das mal, ob sie uns hinterherläuft. Ja, sie geht auch in den Schleichmodus und hat eine Schriftrolle der Alten auf dem Rücken. Gut, an dieser Stelle ein Schnitt. Beim nächsten Mal müssen wir... Achso, wir müssen Serena nach Hause bringen. Erstmal müssen wir hier raus. Ich guck nochmal ganz kurz ins Questlog. Ja, Blutlinie. Bringe Serena nach Hause. Gut. Das alles machen wir beim nächsten Mal. Bis hierher sage ich danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen und... Ciao, ciao, bis übermorgen, wenn wir hier hoffentlich rauskommen.